Bei der am Mittwoch entdeckten Frauenleiche in Wiesbaden-Erbenheim handelt es sich um die vermisste Schülerin Susanna Feldmann. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Die 14-Jährige war Ende Mai verschwunden. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei auf die richtige Spur. Die Beamten gehen von einem Sexual- und Gewaltverbrechen aus. Die heute Nacht durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass Todesursache eine Gewalteinwirkung auf den Hals war. Unter Tatverdacht stehen zwei Männer. Einer von ihnen konnte bereits festgenommen werden. Der zweite, ein 20-jähriger Iraker, ist flüchtig. Er soll zusammen mit seiner Familie in die irakische Stadt Erbil ausgereist sein. Beide Männer wohnten in einem Flüchtlingsheim. Das Mädchen war nach einem Ausflug in die Wiesbadener Innenstadt nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Mehrere Zeugenaussagen und Hinweise eines 13-jährigen Flüchtlings hatten zum Fund der Leiche geführt.